Live. Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 220 5050. Jo, ihr Lieben, da sind wir wieder. Willkommen bei Domian. Willkommen im 1 Live Talk Radio live on air hier im Radio bei 1 Live und im WDR Fernsehen. Wenn ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt, hier im Radio oder im Fernsehen, über was auch immer, wir haben eine freie Themennacht, eine offene Themennacht, dann meldet euch bei mir unter der bekannten Nummer 0800 220 5050 oder mailt mir unter domian@wdr.de. Gestern ist ja die Wiederholung gelaufen von unserer Samstagssendung. Heute sind wir hier wieder live und lebendig. Also wenn ihr sprechen wollt, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, dann ruft an oder mailt. Erste Anruferin ist Silvia und Silvia ist 25 Jahre alt. Hallo Silvia. Hi. Hallo. Um was geht's bei dir? Ich werde aber noch 25, also noch bin ich 24. Noch bist du 24? Okay. Ja, oh, ich bin ein bisschen aufgeregt. Um was geht's denn bei dir? Was ist dein Thema? Mein Problem ist die Männerwelt. Die Männerwelt. Ja, bei mir wird das immer extremer, immer schlimmer. Und ich weiß, du hörst viele Menschen und gibst auch viele Tipps und Rat. Und deswegen wollte ich mich jetzt zum ersten Mal an dich bewenden. Mhm. Weil mein Problem ist, das Wort ist schon krass, ich prostituiere mich krass, so auf halber Weise. Inwiefern? Also nicht das, was man das Wort unter dem Wort, was man versteht, sondern ich zeige mich im Internet. Und wenn dann die Jungs danach fragen, so, hast du auch andere Bilder und so, dann geht das per E-Mail weiter. Ja, aber du nimmst da kein Geld für. Nein, ich krieg ja auch von den Bildern. Reden wir gerade über eine Freisprechanlage bei dir? Nein. Nee, weil es klingt irgendwie so seltsam. Nein. Du kriegst von denen dann Bilder zurück? Ja. Aber kein Bargeld? Nein. Es ist nur, die wollen halt meine Hülle sehen. Die wollen deine Hülle sehen. Ja, und ich habe dann halt die Aufmerksamkeit, die ich brauche. Also, im Klartext, du gehst in irgendwelche Chaträume. Ich bin bei 2 angemeldet, ja. Genau, und kommst dann mit denen ins Gespräch und dann werden die Bilder ausgetauscht. Oder arbeitest du auch mit so einer Cam? Cam habe ich auch, aber das mache ich eher selten. Ja. Da zeigen die sich eher. Ja. So ihr Unterteil und dann... Ja, verstehe. Wie oft kommt das denn vor, dass du das machst? Bist du ständig im Chat? Ja. Also täglich bin ich drin. Täglich? Bei beiden. Wie lange schon? Über ein Jahr. Über ein Jahr. Das heißt, das klingt schon ein bisschen nach Sucht. Nach Sucht ist eher so ein halben, dreiviertel Jahr extrem geworden. Ja. Hast du einen von diesen Männern, die du da per Chatten kennengelernt hast, auch mal real getroffen? Ja klar, viele. Viele sogar? Mhm. Ja. Und dann, was passiert dann? Nur so erstmal treffen. Das auf Garantie. Ja. Und dann trifft man sich halt nochmal. Und wenn's dann halt passt, naja, dann... Und dann Sex? Ja. Ja, und dann? Danach war es das dann? Oder hast du, ja, noch, hast du Kontakt zu denen noch? Jetzt, nee, die schmeißen mich dann weg. Jetzt Wochenende war es jetzt auch wieder passiert. Die schmeißen dich weg? Ja, ich nur von der Hülle, ich sehe hübsch aus, hab auch was im Kopf, aber das ist auch egal und... Okay, aber warum lässt du dich denn überhaupt auf diese Spielchen ein? Du forcierst es ja auch, du machst es ja auch mit. Ja, sonst hab ich ja keinen. Jetzt bin ich alleine. Aber die Welt besteht ja noch aus anderen Dingen, als nur am PC zu sitzen. Man kann ja auch andere Dinge machen. Wie hast du denn vorher gelebt? Wie habe ich vorher gelebt? Nicht viel anders wie jetzt. Na gut, aber so exzessiv geht das erst seit einem guten Jahr, sagst du, mit dem Internet. Ja. Hast du eine Beziehung vorher gehabt? Ja, na klar. Wie lange? Also meine letzte Beziehung ging ein Jahr lang. Ja. Und der junge Mann, der war zum ersten Mal weg von zu Hause und hat auch extreme Schwierigkeiten in einer anderen Stadt. Ich bin schon mehrmals umgezogen. Naja, dann plus meine Art dazu, dann wollte er mich umbringen. Ich musste auch die Polizei rufen. Die sind da reingerammelt, haben ihn rausgeholt, 10 Tage Verweisung und so. Er wollte mich umbringen, nur weil ich bin, wie ich bin. Wie, verstehe ich nicht. Er wollte dich umbringen, weil du bist. Wie bist du denn, dass man dich umbringen will? Er kam damit nicht klar, dass ich halt dominant bin. Dass ich halt sage, was mir passt oder was mir nicht passt und so. Mhm. Dass ich auch Kontra geben kann und dass ich auch unter der Gürtellinie Kontra geben kann. Weil ich lasse mir vom keinen Kerl mehr irgendwie bösartig wehtun oder sonstiges. Das hat mein Vater bis zum 17. Lebensjahr gemacht, weil ich hatte mich bei meinem Vater bedankt dafür, dass er mich wenigstens nicht vergewaltigt hat. Alles andere hat er gemacht. Was hat er gemacht? Mir die Luft abgedreht, also ich weiß, wie es kurz, wenn man kurz vor dem Tode ist. Also dein eigener Vater hat versucht, dich zu erwürgen? Ja. Da sind wir nach München gefahren
Urlaub und dann sind Nachbarn mitgekommen, die wollten nicht. Und dann habe ich gesagt, schöne, schreckliche Fahrt, weil bis nach oben wieder sind das 12,5 Stunden. Im Sommer ist es Hardcore. Naja, alle fanden es lustig, aus meinem Vater, weil ich wusste nicht, dass er schon 2 Flaschen Intus hatte. Und dann packt er von hinten mich. Die anderen sind gerade weg gewesen, um der Ecke rum. Und dann packt er mich von hinten und würgte. Wie alt warst du da? Da war ich, 16. Ja. Hat dein Vater dich oft geschlagen früher? Ja, er hatte auch Namen in den Mund genommen, die in der Schule mich betitelt haben. Irgendwelche Beleidigungen kennt man ja aus der Schule, die hat er auch im Mund genommen. Mhm. Aber es gab keine sexuellen Übergriffe. Nein. Dafür habe ich mich ja bedankt bei meinem Vater, dass ich mich wenigstens nicht vergewaltigt habe. Ja. Aber es gab oft gewalttätige Übergriffe. Ja, deswegen musste ich eine Therapie machen. Und das war von Kindheit an so? Ja, nee, ab dem 10. Lebensjahr. Mhm. Was hat deine Mutter dazu gesagt, dass er so rabiat ist? Die hat mitgeprügelt meistens. Die hat mitgeprügelt? Das heißt, also hast du eigentlich keine schöne Kindheit und Jugend gehabt? Nee, gar nicht. Mhm. Das Schlimme ist halt, sie sagen mal zu mir so von wegen, ja, vergiss es jetzt und dann ist gut. Mhm. Ja, so einfach ist es ja nicht, ne? Ich kann es nicht vergessen, weil wie in der Tierwelt musste ich mich da durchsetzen. Ich habe auch meine Mutter mir voll auf den Arm geboxt, damit sie mich ja nicht ablässt von mir. Mhm. Wieso sein Revier, seinen Rang verteidigen? Mhm. Du hast gerade von einer Beziehung gesprochen, die ein Jahr gedauert hat. Gab es noch andere Beziehungen davor? Na, dann hatte ich eine ganze Weile, ist es etwas her, und dann war eine perfekte Beziehung. Die war etwas länger. Mhm. Zwar hatten wir uns auch verlobt, aber er war drogenabhängig. Ich habe ihn von den Drogen runtergeholt, ganz alleine. Mhm. Anderes blieb mir nichts übrig. Bloß nach dem ganzen Mist bin ich so fertig gewesen. Mhm. Weil ohne Therapie, ohne Medikamente, ohne Hilfe deren Eltern und das alles alleine durchzuziehen, man ist fertig danach. Was machst du vom Beruf? Nix. Hast du was gelernt? Ja, 2-Rad-Mechanikerin. Was für eine? 2? 2-Rad-Mechanikerin. Mhm. Ja. Wie lange bist du schon arbeitslos? Schon eine Weile, aber ich habe immer wieder so kleine Nebenjobs oder eine Umschulung. Und, aber irgendwie will das nicht so, weil ich in so einem Reha-Verein drin bin. In einem Reha-Verein? Ja, ich bin nicht gesund, so ganz gesund wie andere. Was heißt das? 30%. Das sagt mir nichts. Was 30% bin ich behindert. Was hast du für eine Behinderung? Wirbelsäule, Hüfte, Füße, Beine. Ach so, also ich kriege irgendwann mal künstliches Hüftgelenk beidseitig. Mhm. An den Füßen muss ich noch operiert werden. Also das trägt so bei aus, dass ich nicht 8 Stunden stehen kann und nicht 8 Stunden sitzen kann. Verstehe. Mhm. Hast du Freunde? Hast du ganz enge Freunde oder Freundinnen? Ja, das habe ich wenigstens. Mhm. So, jetzt hast du gerade einen im Nebensatz so schnell mal dahin gesagt. Deshalb will ich ja eigentlich auch eine Therapie machen. Ne, hast du gerade gesagt? Nein, ich hatte mal eine Therapie gemacht. Wie lange hast du die gemacht? Über ein Jahr. Die ist in der Zeit gemacht worden, wo ich meine Ausbildung gemacht habe. Mhm. Weil ich mich da mit jedem angelegt habe, weil meine Eltern haben mir das so gezeigt, haben mir das auch selber an mir gezeigt. Wenn ich ein Problem habe, muss ich schlagen. Mhm. Und so habe ich es kennengelernt und so habe ich es dann auch weiter projiziert. Hat diese Therapie was genutzt? Ja, na klar, ich kann reden. Ja, aber so schnell schlage ich nicht mehr zu. Ja, immerhin, das ist ein Erfolg. Aber letztendlich habe ich den Eindruck, dass es vielleicht noch nicht genug war. Oder dass sie nicht lang genug, dass sie nicht anhaltend genug war, die Therapie. Ja, weil es immer schlimmer irgendwie bei mir wird, weil seit Weihnachten habe ich auch keine Eltern mehr. Die haben mich jetzt abgestoßen, komplett. Mhm. Weil mein Vater hat jetzt seinen Schwiegersohn Martin, weil ich sollte mal Martin werden, deswegen haben sie mich ab dem 10. Lebensjahr abgestoßen, besonders mein Vater. Weißt du, wie du so erzählst, ne? Mhm. Klingt das wirklich so, als wärst du noch so geladen innerlich. Und so voller Spannung. Ich weiß, wenn mein Vater alt ist und er hat sein drittes Bein, also seine Krücke, nehme ich ihn weg und schlage ihn auf den Buckel. Ja, siehst du. Das weiß ich. Siehst du, das ist alles sehr schlimm. Weil ich einfach sehen will, wie er das ist, wenn er sich nicht wehren kann, wenn er hilflos ist und wenn er einfach drauf kriegt. Ja, aber das ist nicht die Lösung des Problems. Ich finde, die Lösung des Problems musst du anders angehen. Die besteht nicht darin, indem du anderen Menschen Leid zufügst, auch wenn du selbst das Leid einstecken müssen. Ich füge ja keinen anderen Leid. Naja gut, aber was du gerade gesagt hast, was ist das denn? Das ist ja nichts anderes. Ja, der hat ja auch genug getan. Und auch genauso für den anderen Kerlen jetzt, ich glaube ja auch, das, was du gerade über die Männer erzählt hast, das ist alles so verbissen und so böse nicht, verbissen und voll Aggressionen. Ja, aber wer jetzt mich auch verarscht oder sonstiges, ja, da drehe ich den Spieß um. Ja, aber das ist aber nicht die Lösung. Dadurch wirst du nicht glücklich. Ich glaube, du wirst erst glücklicher und entspannter, wenn du weißt, warum du so funktionierst. Und du hast mir ja schon Stichworte gerade geliefert, dass du hast heftig einstecken müssen früher. Deswegen finde ich diese Idee, die du da schon praktiziert hast, ein Jahr in eine Therapie zu gehen, finde ich gut. Das musst du noch viel weiter geführt werden. Oh, ich musste, sonst wäre ich rausgeflogen aus meiner Lehre. Ja. Weißt du, was ich jetzt gerne möchte? Dass du mit meiner Psychologin sprichst. Ja. Und du sollst jetzt gar nicht abgeschreckt sein von wegen Psychologin, ne? Habe ich keinen Bock drauf. Das ist eine sehr nette Frau, das ist die Simone heute Abend.
Und die Simone wird dich beraten, was du auch weitergehend so an therapeutischen Dingen tun könntest. Ich finde, du müsstest noch mehr Dinge tun. Du hast ja vorher angerufen, das ist ja auch schon was. Viele andere Therapeuten, ja, weil ich weiß, dass du viele Menschen am Telefon hast und... Ja, und ich... weiß viele Dinge, so von anderen normalen Bürgern. Und ich habe so das Gefühl bei dir, das ist ja schon auch ein Hilferuf, wenn du hier anrufst, dass du auch gerne was verändern möchtest bei dir. Aber im Moment drehst du dich so im Kreis und es kommt irgendwie nicht richtig voran. Ja, weil auch viele Therapeuten auch schwarze Schafe sind. Total, gebe ich dir völlig recht. Müssen wir gar nicht drüber reden. Ich habe selber voll einen Platten da oben. Aber es gibt auch verdammt gute. Weißt du das? Ja, aber die finden, es ist genauso wie den richtigen Mann zu finden, ist genau das Gleiche. Ja, ich weiß. Na, vielleicht nicht ganz so schwer, aber es hat einen gewissen Schwierigkeitsgrad, hast du recht. Und das, was wir tun können, das werden wir jetzt mal tun und wollen dir versuchen, behilflich zu sein dabei. Okay? Okay. So, jetzt legst du auf und diese Mono ruft dich an. Okay. Und ich wünsche alles Liebe, alles Gute dir. Ich danke dir. Tschüss. Tschüss. Das war die Silvia. Und jetzt geht's weiter mit Jule. Und Jule ist 41. Hallo Jule. Hallo. Hallo. Schön, dass du da bist. Ja, auch. Um was geht's bei dir? Bei mir geht's darum, ich habe... Stopp mal, du bist 41? Ja. Das ist eine super junge Stimme. Ja? Ja, du könntest auch 21 jetzt sein. Toll. So von der Stimme. Also Jule, 41. Ja. Ja. Also ich habe durch eine ganz sonderbare Begegnung, hat sich mein ganzes Leben total verändert. Mhm. Und ich bin richtig mehr geworden. Aha. Mir geht's so richtig gut. Und zwar bin ich Straßenbahn gefahren. Ja. Wann war das? Das ist gut, sagen wir mal, so ein Dreivierteljahr her. Mhm. Ich bin Straßenbahn gefahren und irgendwie waren die Leute um mich rum alle so grau und ich weiß auch nicht. Die Stimmung war irgendwie in der Straßenbahn so richtig mies und da habe ich eine Frau gesehen. Die hatte ein unheimlich zufriedenes, wunderschönes, strahlendes Gesicht. Mhm. Und das hat mich total fasziniert. Ich bin an diesem Gesicht kleben geblieben. Und als wir dann ausgestiegen sind, habe ich gesehen, dass sie einen Blindenstock hat. Mhm. Wir sind öfter dann zur gleichen Zeit gefahren. Und ich habe mich dann auch immer gefreut, sie zu sehen. Irgendwann habe ich sie dann angesprochen. Mhm. War das eine ältere Frau? Nein, eine Jungfrau, eine Frau in meinem Alter. Mhm. Und es ist total faszinierend. Inzwischen sind wir befreundet und wir gehen gemeinsam blind shoppen. Ihr geht gemeinsam blind shoppen? Ja. Wie, du auch? Ich auch. Ich habe mir solche Aufkleber, die kleine Kinder kriegen, wenn sie schielen. Ja. Da habe ich mir welche geholt. Die klebe ich mir auf die Augen und dann eine Sonnenbrille drüber und dann gehen wir blind shoppen. Und ich muss sagen, meine Sinne sind total geschärft und ich... Das ist ja irre. Das habe ich ja noch nie gehört. Du kannst da wirklich nichts sehen. Ich kann da gar nichts sehen. Definitiv nichts sehen. Und du machst das aus Solidarität mit ihr? Oder warum? Genau, das haben wir uns gefragt und haben abendelang drüber diskutiert. Und sie meinen, vielleicht ist es auch ein bisschen Neid, weil ich gerne dieses zufriedene Gesicht hätte, was sie hat. Oder so. Mhm. Mhm. Dann gehst du mit ihr blind in die Stadt einkaufen. Wir gehen in die Stadt. Und erlebst jetzt diese Welt, wie blinde Menschen sie erleben. Ja. Und bist wahrscheinlich sehr unsicher in dieser Welt. Natürlich, ne, sind wir ja alle, wenn wir die Augen zumachen und man hat ja Angst, irgendwo gegenzustoßen oder was auch immer. Ja, es ist total faszinierend. Sie führt mich, also sie führt die Sehende. Ich bin ja in dem Moment zwar nicht sehend, aber... es ist total irre, auch zu sehen, wie sie sich zurechtfindet. Ja. Darf ich mal eben kurz fragen, wie lange diese Frau schon blind ist, von Geburt an? Schon immer. Schon immer. Die ist schon immer. Das heißt, sie kann wirklich dann damit gut umgehen und weiß sich zu behelfen auch. Absolut. Mhm. Was macht ihr außer Einkaufen noch? Wir gehen in die Oper. Ach. Das ist die absolute Krönung. Ja, das glaube ich natürlich. Da kannst du dich ja nur völlig drauf konzentrieren, auf die Akustik, ne? Und guckst nicht irgendwie im Saal rum, wer welche Klunker anhat oder so. Ja, es ist total schön. Also alles ist einfach schöner geworden und reicher und ich bin viel stabiler. Es ist, manchmal sollten die Menschen einfach die Augen zumachen und manchmal denke ich, ja, wenn ich mir überlege, was vorher so war, vielleicht konnte ich auch vieles einfach nicht mehr sehen. Vielleicht mag ich deswegen auch. Hat das jetzt auch so eine Funktion, dass du das Sehen wieder mehr wertschätzt als früher?
Ja. Was du früher sagst, wir nehmen das ja alle, die wir sehen können, als selbstverständlich hin. Ja, und manchmal sollte man so das Selbstverständliche auch als Geschenk sehen. Oh ja, also, oh ja. Das stimmt, da hast du recht. Jedenfalls macht es einen tierischen Spaß. Also Opa einkaufen, gibt's noch was ihr macht? Essen gehen. Essen gehen auch blind? Ja, das haben wir aber vorher ausgiebig bei ihr geübt. Mhm. Damit es nicht zu peinlich wird, auf mich. Ich stelle mir gerade vor, ich sitze mit zuen Augen. Ich habe es gerade mal die Augen zu. Und wenn ich mir vorstelle, ich habe jetzt einen Teller hier und der Stift hier, lass mal die Augen zu, ne? Und der Stift wäre meine Gabel. Ja. Wie schwer, ich wüsste jetzt gar nicht, wo ich jetzt hinstechen soll mit der Gabel. Und dann weiß man gar nicht, ob man den Mund trifft. Ne? Richtig schwierig. Sah eben richtig klasse aus. Nee, also es ist einfach Übungssache und man kriegt ein ganz tolles Körpergefühl. Das ist auch noch was jeder mal einfach so üben sollte. Mhm. Man kriegt ein ganz tolles Körpergefühl und mit dem Daumen ist man immer am Teller. Ach, mit dem Daumen ist man immer am Teller? Oder zum Beispiel eine Tasse einschenken, das ist überhaupt kein Problem, wenn man den Daumen so ein bisschen reinkippt. Mhm. Und wenn die Flüssigkeit dann am Daumen ist, weiß man, die Tasse ist fast voll. Ja, und so gibt es wahrscheinlich tausend kleine Tricks, ne? Dass man sich dass man sich orientieren kann. Absolut. Kann man sagen, dass das eine gute Freundin von dir geworden ist? Also man kann schon fast sagen, also ich liebe diese Frau, dieses Wesen, absolut. Ohne irgendwas Sexuelles. Also das überhaupt gar nicht. Mhm. Also wirklich sondern so richtig. Also eine große Freundschaftsliebe. Ja. Wie lebst du? Bist du in einer Beziehung? Hast du Kinder? Oder? Also ich habe eine Tochter. Wie alt ist die? Die ist 11. Ja. Die profitiert auch davon. Die liebt sie auch. Und du bist alleinerziehende Mutter? Nein. Ich bin verheiratet. Das sagst du so ernst beiläufig? Bist du unglücklich in der Ehe? Ja. Ja. Mhm. Also das heißt, diese Freundschaft gibt dir auch sehr viel, was du so in deiner Ehe nicht findest, an Wärme und Geborgenheit. Und kann man so sagen. Mhm. Mhm. Wie geht dein Mann mit dieser Freundschaft um? Der staunt. Aber er erlaubt sie, die Freundschaft. Und erlaubt ist klasse. Also ja, also verbieten tun wir uns gegenseitig so gar nicht. Nee, ist vielleicht ein bisschen blöd ausgegangen. Er hätte ja sagen können, nee, also ich möchte das nicht, dass du sie einlädst zu uns nach Hause, aber das ist kein Problem. Nee, er findet es schön. Er findet es auch sie gut. Auch unheimlich schön, reizend. Ja. Ja. Mhm. Wenn du mit ihr zusammen bist, im Verhältnis, wie viel Zeit bist du sehend und wie viel Zeit bist du dann auch blind? Oder machst dich blind? Also ich muss sagen, je länger das die Freundschaft dauert, umso lieber bin ich eigentlich blind. Mhm. Das heißt, es kann durchaus passieren, dass du sie besuchst, du gehst zu ihr hin und dann ziehst du bei ihr zu Hause auch die Brille auf oder die tust die Dinge auf die Augen. Ja. Abgefahren, habe ich noch nie gehört sowas. Wirklich? Ja. Mhm. Das muss sie ja auch sehr super freuen, ne? Dass sich jemand so interessiert für sie und ihre Welt und wie sie empfindet. Also irgendwie können wir es beide nicht fassen und irgendwie fühlen wir uns so pudelwohl. Ich glaube, also das manchmal haben wir schon gedacht, das ist vorher bestimmt gewesen, dass wir uns treffen. Und ist diese Frau solo oder ist sie in einer Beziehung? Nee, die ist wieder solo und die fühlt sich im Moment solo auch, glaube ich, ganz wohl. Also es fing damit an, dass du sie in der Straßenbahn gesehen hast? Ich habe einfach, sie ist bildhübsch, muss ich einfach mal so sagen. Sie ist wunderschön. Mhm. Das war es nicht. Sie hatte eine große Ausstrahlung, eine friedliche Ausstrahlung. Absolut. Mhm. Absolut friedlich. Und sie hat ganz lange, rote, lockige Haare. Mhm. Ganz dicke und ganz viele, also tausend winzig kleine Sommersprossen. Mhm. Und einen wunderschönen Mund. Aber ich frage nochmal, es hat nichts Erotisches bei dir. Nein. Nein, definitiv nicht. Du möchtest nicht gerne mit ihr schlafen. Überhaupt nicht. Ja. Überhaupt nicht, aber ich möchte sie immer wieder gerne einfach anschauen. Ja. Ist das bei ihr genauso, dass sie auch keinerlei sexuelles Interesse an dir hat? Das weiß ich. Absolut. Absolut, ja. Also es ist klar definiert, es ist eine große Freundschaft und man kann sich ja eben in einer Freundschaft auch so lieben, glaube ich, wie in einer Partnerschaft auch, ohne Sexualität. Ja, und es ist ein
Unterschied in Bezug auf ihr Aussehen. Also das ist vom Gefühl her so ganz anders. Ich meine, ich habe ja schon viele Frauen gesehen, die unheimlich hübsch sind oder so. Da habe ich gedacht, ja, die ist aber hübsch, habe ich so gedacht. Aber bei ihr ist das was anderes, weil das ist was ganz Besonderes. Also du wirst ja wirklich ganz begeistert. Weißt du, was ich gerade so gedacht habe, als du angefangen hast zu erzählen? Nee. Wie du das so erzählt hast, da habe ich gedacht, die Julia hat in der Straßenbahn einen Engel gesehen. Ja. So hörte sich das an, wie du das beschrieben hast. Die ist auch ein Engel. Die ist einfach mehr als andere. Dann beglückwünsche ich dich zu dieser wunderschönen neuen Bekanntschaft. Mhm, danke. Weil das ist ja nun wirklich toll. Man trifft nicht alle Tage Menschen, über die man so spricht, über die man so spricht und bei denen man so empfindet. Das ist ja nun auch was ganz, ganz Besonderes. Ja. Und ich denke, ja, sie ist einfach, weil sie eben auch blind ist, so, wie soll ich denn sagen, so weitsichtig. Mhm. Was macht sie vom Beruf, deine Freundin? Also die ist in der Blindenschule und macht da alles, was man in der Blindenschule so macht mit Kindern. Also sie ist Lehrerin dort? Nicht direkt. Aber sie arbeitet in einer Blindenschule. Halt. Genau. Mhm, ja. Ja, Julia, jetzt haben wir über, das war auch gar nicht dein Anliegen, über deine Ehe nicht gesprochen. Das ist auch gar nicht schlimm. Ja, aber da wünsche ich dir, ich sag einfach das jetzt mal so ins Blaue hinein, wünsche ich, dass du da dass sich da eine Lösung findet, wie die auch immer aussehen mag. Mhm. Dass es dir gut geht einfach, dass es dir rundherum gut geht. Und du versprichst mir, dass du deine so nette Freundin herzlich von mir grüßt und schöne und auch alles Gute ausrichtest. Das mache ich. Das ist ja nett. Mhm. Liebe Julia, alles Gute wünsche ich dir. Das wünsche ich dir auch. Dankeschön. Okay. Auf Wiederhören. Danke. Tschüss. Tschüss. Das war unsere Julia. So, ihr Lieben, wer kommt Samstag zu mir? Genau, gerade wird es eingeblendet, 23.30 Uhr, WDR-Fernsehen. Großer Besuch bei mir, nämlich Peter Maffay kommt. Und wenn ihr euch auch mit Peter Maffay unterhalten wollt, dann mailt uns doch bitte schon ab heute. Je eher und je früher ihr mailt, desto größer die Chancen, dann auch in die Sendung reinzukommen. Domian@wdr.de. Eine Stunde vorher am Samstag sind aber auch wieder die Leitungen geschaltet. Aber wie gesagt, das Mailen wäre nicht schlecht. Mit Telefonnummer von euch und vielleicht kurz draufschreiben, was ihr Peter Maffay fragen wollt oder über was ihr gerne mit ihm sprechen wollt. Diese Woche Samstag, WDR Fernsehen, 23.30 Uhr. Peter Maffay hier bei uns bei Domian. Stefan, 27. Ja. Hallo. Hallo Domian. Ja, hallo Stefan. Hallo Domian. Erstmal möchte ich euch danken, dass ihr so schnell geantwortet habt auf all meine E-Mails. Ja. Das hat mich echt schon so ein bisschen beruhigt. Ja, um was geht's denn bei dir? Meine Freundin ist heute abgehauen. Wie lange wart ihr zusammen? 2,5 Jahre. 2,5 Jahre. Was heißt abgehauen? Wir haben uns gestritten gestern. Mhm. Ganz böse. Ich habe halt schon seit einer Woche den Verdacht, so dass sie was mit meinem besten Freund hat. Mhm. Weil sie kommt nachts nicht nach Hause so. Sie sagt, sie geht feiern und sie ist bei Bekannten. Und sie kommt die ganze Nacht nicht nach Hause. Ich sage, wo warst du? Sie sagt, ja, ich habe mir einen getrunken. Ich konnte nicht, ich habe im Auto geschlafen. Ich sage, was, im Auto geschlafen? Was ist das denn für eine Story? Und nur solche Sachen so. Und dann ist sie den ganzen Tag am Chatten mit diesem Bekannten. Mhm. Also dann Sonntag schreibt sie mir einen Zettel, Hasi, wir sagen immer Hasi zueinander. Mhm. Ich bin kurz zu meinen Eltern, ich komme gleich wieder. Ich habe hier 10 Stunden gestanden, 10 Stunden am Fenster gestanden und auf sie gewartet so. Und sie kommt nicht. Ihr wohnt zusammen? Wir wohnen zusammen, ja. Mhm. Ja. So, jetzt gab es den heftigen Streit gestern. Gestern, ja. Mhm. Der Streit entfachte sich durch was? Dass ich ihr nicht geglaubt habe, dass sie bei ihren Eltern war am Sonntag. Ich habe dann noch so eine SMS gelesen, ich wollte es nicht so, es war halt ihr Handy so und ich war so misstrauisch. Ich habe diese SMS gelesen und da stand ein völlig anderer Name, da stand Britta, das ist ihre Arbeitskollegin. Das war aber nicht ihre Arbeitskollegin, das war eindeutig mein bester Freund, der diesen Text geschrieben hat. Ja. Woher weißt du das? Wenn da Britta stand, woher weißt du, dass das der Freund war? Ja, weil er hat geschrieben, ja, ich hab keinen Bock mehr auf eure Beziehungsprobleme, bla bla bla. Das war er, das kann nur er gewesen sein. Was hält dich denn? Britta kennt sie erst seit 2 Wochen und das war definitiv er. Wie, und da stand er in der SMS als Absender Britta?
Ja, genau. Sie, als sie Tarnung, oder wie? Ja, sie hat ihn nicht als Absender. Die Nummer war ja seine Nummer. Ach so, sie, hat einfach nur, sie hat einfach nur den Namen abgespeichert. Ich verstehe, ich verstehe. Also du hast, an der Nummer hast du gesehen, dass es dein Freund ist. So, warum? Also was ich als allererstes dann täte, ich würde meinen Freund anrufen. Das habe ich auch gemacht. Und? Ich war natürlich super aufgeregt hier, ja. Ich muss ehrlich gestehen, ich bin ausgeflippt gestern. Ich bin jetzt richtig ausgerastet in der Wohnung. Ich habe dir nichts getan. Ich könnte es nicht. Ich würde dir niemals irgendwie ein Haar krümmen oder so, ja. Ich habe ein bisschen rumgeschrien hier, ich habe was an die Wand geworfen. Ich konnte halt nicht mehr so. Mich interessiert jetzt eher, was dein Freund gesagt hat. Ich habe ihn angerufen, ich sag, ey, Ollen, ich sag, was geht ab? Sagt er, wie, was geht ab? Ich sag, warum ist meine Freundin den ganzen Tag bei dir? Die war nicht bei mir. Ich habe keinen Bock mehr auf eure Scheiße, wenn ihr nicht klarkommt. Du brauchst dich nicht mehr bei mir melden, verpiss dich, ruf mich nie wieder an. Wie lange seid ihr beste Freunde? 15 Jahre. 15 Jahre? Ach, mindestens. Also so richtig. Ja, ich vertraue ihm. Dummen, das ist mein bester Freund. Ich habe ihm Sachen anvertraut. Mhm. Ich habe ihm wirklich. Das ist ja alles nur eine Vermutung. Woher glaubst du wirklich zu wissen, dass da was läuft zwischen den beiden? Es kann ja sein, dass die einfach irgendwie Kontakt haben, aber es kann ja sein, dass es auch nichts, kein Liebeskontakt ist. Ja, weißt du, wenn die sind am Chatten hier. Wir haben halt einen Rechner im Wohnzimmer stehen, so, und ich sitze hier, gucke im Fernsehen, sie sitzt gegenüber am Rechner, und immer wenn ich dann rübergehe, dann geht schnell das Fenster zu, so. Dann klickt sie schnell das Fenster zu, damit ich das ja nicht sehe, so. Und das, vermutest du oder ziehst du den Schluss, dass sie mit ihm chattet? Aber sie chattet definitiv mit ihm, weil dieser Kollege sitzt bei einem anderen Bekannten und, ja, so wie das immer ist, so, ja, man spricht dann und so. Und daher habe ich das mitbekommen, weil ein anderer Bekannter bei diesem Bekannten saß und er hat gesehen halt, wie er gechattet hat. Okay, also da ist der Bekannte und der hat das gesagt und jetzt deine Freundin, deine Freundin sagt, es stimmt nicht. Meine Freundin sagt, es stimmt nicht. Dein Freund sagt auch, es stimmt nicht. Genau. Und jetzt ist sie weg. Fakt ist, sie ist weg, sie hat mir gesagt, sie fährt heute zu ihren Eltern. Ich sag, fährst du wirklich zu deinen Eltern gleich? Mhm. Sagt sie, ja, ich fahre gleich nach Mario. Mario, das sind die Bekannten, wo wir uns immer treffen. Mhm. Ja, wir sind da so eine große Gruppe, so 10 Leute und wir treffen uns halt immer da. Mhm. Sagt sie, ich fahre jetzt erst nach Mario, beziehungsweise Kirsten, die Frau, weil sie damit halt gut klarkommt, bla bla bla. Und danach fahre ich zu meinen Eltern. Mhm. So, und ich habe mich wirklich heute zusammengerissen. Sie sagt, reiß dich zusammen, ich komme wieder. Mhm. Und ich habe mich wirklich zusammengerissen. Ich habe die ganze Nacht geheult, wie ein Schlosshund. Mhm. Und ich habe mich hier hingesetzt, habe gesagt, okay, du reißt dich jetzt zusammen, ziehst es durch, du hältst die Fresse. Mhm. Sie kam, sie hat mir noch einen Kuss gegeben, sagte tschüss, so. Und dann bin ich ruhig geblieben bis 17, 18 Uhr vorhin und dann musste ich anrufen bei den Bekannten. Mhm. Und da hatte ich diese Kirsten dran halt, ich sag schon Namen, dann hatte ich halt die Bekannte dran und sie sagte zu mir, nö, die ist abgehauen. Ich sag, wann denn? Ja, so vor 3 Stunden, die wollte nach Hause. Ich sag, aha, nach Hause. So, dann habe ich bei ihr zu Hause angerufen, bei ihrem Eltern, da war nur der Daddy da, der sagt, nö, die ist nicht da. Ich sag, wie, die ist nicht da? Sagt er, ja, aber bleib ruhig. Sagt sie, heute, die kann sein, Uschi, also die Frau, ist auch noch nicht da. Es kann sein, dass die mit der weg ist. Dann habe ich im Stundentakt angerufen und um 24 Uhr sagt er dann, ja, also Uschi ist gerade gekommen, Nicole war nicht dabei. Aha. Wo ist sie? So, wo ist sie? Wo ist sie? Sie geht nicht an ihr Handy. Ich habe sie schon 1000 Mal angerufen. Stefan, nur reiß dich mal. Hey, komm, du bist ein Kerl von 27. Reiß dich mal ein bisschen zusammen. Reiß dich mal ein bisschen. Du jammerst mir wirklich jetzt die Ohren hier voll. Weißt du das? Da ist gravierend was nicht in Ordnung bei euch beiden. Und vielleicht gehst du deiner Freundin auch nur tierisch auf den Wecker. Durch irgendwelche Vermutungen oder ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Vielleicht hast du recht, vielleicht auch nicht. Aber auf jeden Fall kannst du dich so nicht verhalten, wie du dich gerade im Moment verhältst. Da würde ich, wenn ich deine Freundin wäre, wahnsinnig. Wahnsinnig. Heul ihr nicht die Ohren voll. Ich glaube, aber was soll ich denn machen? Ich liebe sie so sehr. Ja, das will ich dir auch schon glauben. Aber indem man das heulend vorträgt, erzeugt man keine Gegenliebe. Nie und nimmer. Nie und nimmer. Jetzt ist die Frage, ihr seid 2,5 Jahre zusammen, das ist ja schon eine lange Zeit. Ihr wohnt zusammen. Ich stehe jetzt auch ein bisschen vorm Rätsel. Das macht mich auch skeptisch, was du mir erzählst. Aber es macht mich genauso skeptisch, dass sie vehement sagt, nein, es stimmt nicht. Und der Freund sagt auch vehement, es stimmt nicht. Was gäbe ich darum, mit deiner Freundin zu reden? Was gäbe ich darum? Was heißt das denn jetzt, sie ist weg? Ist sie jetzt wirklich weg oder wollte sie nur für ein paar Tage weg? Sie hat mir gesagt, sie kommt wieder. Und erst hat sie. Was heißt, wann kommt sie wieder? Irgendwann? Nein, vorhin hat sie mir gesagt, also sie ist um 14 Uhr sowas abgehauen
Und dann habe ich hier noch gesessen, dann geht heute noch unser Fernseher kaputt. Mhm. Dann schreit sie noch rum so, sagt sie, ich kann es nicht ertragen, wie arm ist das hier? Sagt sie, wir hatten keine Zigaretten, ich musste erst einkaufen. Sagt sie, es ist nichts im Kühlschrank, der Fernseher ist im Arsch, du sitzt hier. Mhm. Sagt sie, ich habe Mitleid, sagt sie, ich will gar nicht weg. Sagt sie, ich komme heute Abend wieder, weil ich es nicht ertrage. Aber sie kommt ja noch nicht wieder. Sie ist nicht wieder gekommen. Mhm. So, jetzt sage ich jetzt mal, um da ein bisschen Klärung reinzubringen. Mhm. Jetzt halte ich erstmal zurück. Indem du anrufst und weiß ich wo Terror überall machst, bewirkst du gar nichts. Gar nichts, überhaupt gar nichts. Halt dich völlig still und lass das Mädel mal sich entscheiden, was sie weiter tut. Wenn die wieder auftaucht, morgen, übermorgen oder vielleicht in der Woche erst, ja, dann nimmst du die an die Hand und sagst, pass mal auf, wir beide gehen jetzt zu einer Paarberatung. Da muss ein fremder Fachmensch zwischen euch, eine neutrale Person, die das so ein bisschen klärt alles. Und wo ihr da hingehen könnt, das werde ich dir jetzt gleich, meine Psychologin wird dir jetzt gleich eine Anlaufstelle geben. Ja. Halt dich bloß zurück. Also wenn da noch was zu retten ist, dann kannst du das nur retten, indem du jetzt souveräner bist und sagst und einfach stillhältst. Ich habe mir das vorhin auch schon, ich habe ja vorhin eine SMS geschrieben. Ich sage, bitte melde dich. Ich habe mir stundenlang gerade überlegt, denk, schickst du die jetzt ab oder schickst du die nicht ab? Nee, hättest du nicht abschicken müssen. Das weiß die sowieso, dass du da sitzt, wie wahnsinnig. Scheiße, ich habe es trotzdem gemacht. Okay, ich konnte nicht an. Ne? Okay, nur ist das auch passiert, nur mach aber jetzt nichts mehr. Mach gar nichts mehr. Versuche, dich zusammenzureißen. Vielleicht gibt es da auch nur eine Hoffnung. Vielleicht kriegt das ja auch noch hin. Aber mach nichts, mach nichts. Sie war Sonntag noch so lieb zu mir. Ja, aber es geht ja schon eine ganze Weile, wie ich das höre. Stefan, jetzt legst du auf, wir rufen zurück, das heißt, Simone ruft zurück und dann versuch sie wirklich zu überreden, dass sie mit dir zusammen dahin geht, damit da eine neutrale Person zwischenkommt, okay? Ja, du Mensch, ich danke dir wirklich vielmals. Ja, Stefan, wirklich, drück dir und euch die Daumen, dass es gut wird wieder. Danke, mein Lieber. Bis gleich, danke, tschüss. 0800 220 5050. Ein Hinweis in eigener Sache noch. Morgen sind wir nicht im Fernsehen, sondern ausschließlich im Radio bei 1 live zu hören. Im Fernsehen gibt es einen, ich glaube, einen großen Spielfilm, der bis 2 Uhr läuft. Also morgen nicht im WDR-Fernsehen. Javis, 21 Jahre alt. Hallo Javis. Ja, hallo Domian. Eine Frau. Ich wusste nicht mit dem Namen anzufangen, deswegen war ich etwas irritiert. Ja, Janice heißt das. Ach, Janice. Ja, genau. Das siehst du. Ja, und zwar möchte ich mit dir über meine Liebesbeziehung sprechen. Ja. Und zwar bin ich 21 Jahre alt. Ja. Und mein jetziger Freund ist 50. Mhm. Großer Unterschied. Ja, genau. Mhm. Und den habe ich im August 2004 in einer Musikkneipe kennengelernt. Ja. Und ja, wir haben uns auch so ein paar Mal getroffen und irgendwann habe ich da halt nachgehakt und bei ihm angerufen und da haben wir uns auch mal so getroffen und dann ist da so ab Oktober halt mehr gelaufen. Mhm. Aber das Problem ist jetzt eigentlich, dass der seit 22 Jahren ungefähr verheiratet ist und also mit der ein Haus hat, also richtig... Etabliert ist. Ja, richtig. Mhm. Also, Kinder? Nein, keine Kinder. Keine Kinder. Mhm. Nee, und die hat das dann halt irgendwann auch rausgekriegt, also die kennt mich auch. Ach, die kennt dich? Ja. Woher kennt die dich? Ich habe zweimal mit der so ein bisschen geredet und... Stopp, lass mich fragen, wie hast du mit der geredet? Du bist doch nicht dahin gefahren. Nein, also das war so, dass die halt auch öfters mal da war in dieser Kneipe. Ach so. Und das halt so zustande kam, dass wir uns unterhalten. Aber da waren wir also noch nicht so irgendwie zusammen oder so. Mhm. Nee, und dann ist das jetzt aber mittlerweile ja so, das läuft jetzt ja so ungefähr seit Oktober, das ist ja halt immer mehr geworden und so. Also du würdest sagen, das ist eine richtige Beziehung, was du da findest. Ja, genau. Ne? Mhm. Die Frau weiß davon. Ja, genau. Und jetzt macht sie aber den totalen Terror. Mhm. Also richtig extrem, kann man sich voll gar nicht vorstellen, so dass er jetzt morgens gleich einen Kaffeebecher über den Kopf kriegt und die Aggression gegen Gegenstände oder sie erpresst ihn emotional, dass sie sich besäuft und ja, einfach sozusagen signalisiert, wenn du mich verlässt, dann richte ich mich sozusagen zugrunde. Mhm. Und sie kämpft halt um den. Sie sagt halt, sie liebt ihn und sie will, dass es alles wieder so wird wie vorher. Mhm. Und also sagt ganz klar, setzt ihn eigentlich unter Druck, ja? Mhm. So dass sie sagt, mach was, du musst was ändern, das geht nicht so weiter. Mhm. Also er hat jeden Tag diesen Stress. Also der hat jeden Tag die Hölle zu Hause? Ja, der hat jeden Tag die Hölle zu Hause. Wie oft seht ihr euch denn? Wir sehen uns eigentlich so, sag ich mal,
zweimal in der Woche. Mhm. Manchmal auch nur einmal, wenn er ganz viel Stress hat, einmal. Oder ist das denn ganz heimlich oder weiß sie das dann, dass er zu dir kommt? Ja, das weiß sie und das riecht sie auch. Also das riecht sie sozusagen, dass er bei mir war. An deinem Parfum, oder ja, was? Ja, genau. Also im wahrsten Sinne des Wortes riecht sie das. Ja, also das so, weiß ich auch. Da macht auch kein Hehl draus, ja? So, jetzt habe ich gehört, was wie sie drauf ist. Ich höre, dass du in den verliebt bist. Ja. Wirklich verliebt bist, trotz des Altersunterschiedes, ist egal. Mhm. Lass mich eine Frage noch rückwirkend stellen. Da im August voriges Jahr 2004 in der Kneipe, in der Bar. Ja. Wer hat da denn wen er zuerst angebaggert? Er dich oder du ihn? ich würde mal sagen, also wir haben es so gesehen und wir fanden uns sofort sympathisch und das ist einfach so, dass ich, also er war da mit jemandem, den ich auch schon vorher kannte. Mhm. Und da war das für mich so leicht, jetzt da mal so ins Gespräch zu kommen und ja, so haben wir uns halt. Also kann man sagen, beiderseitig. Ja, das war auf beiden Seiten. Bist du so gepolt, dass du eher auf ältere Männer stehst? Ja, kann ja sein, ist ja nichts Schlimmes. Ich würde mal sagen, ich habe das nie vorgehabt. Ja. Also ich hatte vorher auch Beziehungen sogar mit jemandem, der jünger war. Wow. Und wir haben aber so die gleiche Wellenlänge. Ja. Und die gleichen Interessen. Ja. Und mir kommt das überhaupt nicht so vor, weil mein Vater ist jetzt nur 3 Jahre älter. Ja. Und das kommt mir überhaupt nicht so vor, also so, als wenn er so ein Vatertyp wäre. Das ist total das Klischee. Also gut, also das war mir nochmal wichtig zu hören, dass du wirklich damit Überzeugung hinterstehst und dass du dich sehr in ihn verliebt hast. So, jetzt, wie gesagt, ich habe jetzt gehört, was mit dir los ist. Ich gehe davon aus, dass er sich in dich auch sehr verliebt hat, sonst würde er sich den ganzen Stress nicht antun. Ja, genau. Und ich habe gehört, wie die Frau austickt im Moment. Was ist aber jetzt, und das ist ja die ganz entscheidende Frage, was ist seine Position, was ist seine Haltung? Also wie denkt er sich denn, wie das weiterlaufen soll? Also er sagt eigentlich schon, also dass er sich mit seiner Frau keinen Neuanfang vorstellen kann. Mhm. Und er hat auch schon sich Informationen so geholt über halt Scheidung und wie das läuft. Hat er das ihr auch gesagt oder sagt er das nur dir so? Nee, das ist schon ein Thema da auch jeden Tag. Also das ist ganz klar. Das heißt, er macht dir schon Hoffnung, ich lasse mich scheiden und eventuell können wir dann richtig zusammenkommen. Ja, eigentlich schon. Würde ich mal sagen. Ja. Nun stelle ich mir das für dich auch sehr belastend vor, die Situation. Du weißt, dass er so leidet zu Hause. Ihr könnt kein freies Leben führen. Wie lange bist du bereit, das noch alles so laufen zu lassen? Ich setze den auf keinen Fall unter Druck. Also ich wäre bereit, das weit hinauszuschieben. Also ich würde auch ihn noch ein Jahr sozusagen mit der Frau da leben lassen. Also es ist natürlich nicht schön, aber ich möchte ihn auf keinen Fall unter Druck setzen. Mhm. Finde ich auch. Auf der einen Seite finde ich das auch, Janis. Auf der anderen Seite aber finde ich, dass er schon, ich meine, er ist ein erwachsener Kerl von über 50 Jahren und ein erfahrener Mann, dass er schon irgendwann eine Position beziehen muss und auch, dass daraus Konsequenzen folgen müssen. Naja. Das darf er nicht zu lange so laufen lassen. Dann wird es irgendwann auch, finde ich, für dich demütigend. Naja, wo ich auch manchmal denke, ist, dass er vielleicht mal so total die Schnauze voll hat von beiden, dass er sagt, nee, ich werde keine mehr und ja, Schluss mit beiden. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin auch nicht so ganz pflegeleicht. Das kommt auch noch dazu. Das kommt auch dazu. Das kommt dazu, dass ich, dass ich eigentlich 2 Jahre lang drogenabhängig war. Mhm. Also, dass er das auch, er wusste das von Anfang an. Ich habe ihm das von Anfang an erzählt, weil ich gleich Klarheit haben wollte, ja? Ja, ja. Und er hat da sehr viel miterlebt, auch mit mir. Mhm. Da war ich mal vergiftet und da musste er mich da pflegen. Also, er hat das totale Elend auch gesehen und da habe ich sozusagen gesagt, jetzt seit 11 Tagen habe ich gar nichts mehr genommen. Ja. Aber da war da zum Beispiel jetzt vor 1,5 Wochen so eine Extremsituation, weil er hatte die Schlüssel zu meiner Wohnung und hat dann... Du bist wieder rückfällig geworden. Nee, eben nicht. Nicht. Und er denkt das, weil er hat immer Müllbeutel irgendwie gewühlt und hat da eine benutzte Spritze gefunden. Mhm. Und die war aber definitiv nicht von dem Tag, die war älter. Und das hat er mir eben nicht geglaubt und das glaubt er mir immer noch nicht. Aber so alt kann sie ja nicht gewesen sein, wenn sie in der Müllbeutel lag. Die war... paar Wochen. Also die war von dem Mittwoch und montags hat er die dann gefunden. Na ja, gut. Also du bist nicht weg von dem Zeug. Ja, eigentlich schon. Ja. Weil ich habe jetzt sozusagen die körperliche Sache... Also wir reden über Heroin, ne? Ja, eigentlich schon. Mhm. Wie lange warst du Heroin abhängig? Zwischendurch auch mehr oder weniger Arzneimittel auch. Ja. Hast du denn versucht, das alles alleine zu schaffen oder hast du einen richtigen Entzug gemacht, warst du in der Klinik? Nee, überhaupt
überhaupt nicht. Alles alleine? Also das scheue ich mich auch vor. Also das haben mir auch schon mehrere Leute mal geraten und so, so Beratungsstellen, Drogenberatung und sowas. Aber nee, das glaube ich nicht, dass das... Wie viele Jahre bist du denn schon drogenabhängig? Seit zwei. Und wie viele Versuche hast du schon gemacht, davon wegzukommen? Es war eigentlich nie so ein richtiger... ich habe mir dann immer gedacht, so... wenn ich da mal so 3 Tage nichts genommen habe, habe ich mir danach den 4. Tag so gesagt, ach, was soll das denn alles, das ist auch Quatsch, mach einfach so weiter und so. Und so ging es dann immer wieder. Ja, und dann habe ich halt gemerkt, da hat er gesagt, er kann sich ein Leben mit einer Drogenabhängigen nicht vorstellen. Und entweder ich mache jetzt, letzte Chance hat er mir jetzt gegeben, entweder ich mache damit Schluss oder... So, jetzt will ich dir mal was sagen. Ich finde seine Haltung richtig diesbezüglich. Jetzt erhoffst und erwartest du ja etwas von ihm, nämlich, dass er sich von der Frau trennt. Ne? Letztendlich ist es ja dein Wunsch. Ja. Ne? Kann man so sagen. Ja. Jetzt zeig du ihm doch, ich meine, das ist für ihn ja auch ein großer Schritt, wenn er 22 Jahre verheiratet war, macht man das auch nicht mal so nebenher. Mhm. So, jetzt zeig du ihm doch auch, dass du es wirklich ernst meinst. Ja. Und unternimm auch etwas, was dir nicht leicht fällt. Und geh zu einer Drogenberatungsstelle. Geh in eine vielleicht sogar in eine Klinik oder mach unter Aufsicht einen Drogenentzug. Ja, was wir uns jetzt sozusagen, was er jetzt sozusagen mir vorgeschlagen hat, ist, dass ich mich jetzt auf Wunsch, also er ruft mich einen Tag vorher an und sagt mir so, jetzt gehst du zum Arzt und wir machen so ein Screening, also so ein, dass er halt Einsicht hat, ob ich jetzt negativ bin. Also so haben wir uns geeinigt. Okay, das ist auch ein Anfang, aber ich würde es noch weiterfassen. Ja. Dann tust du erstmal einmal was für dich Gutes und du beweist ihm auch, dass du es ernst meinst. Dann musst du halt in den sauren Apfel beißen und vielleicht dann mal eine Weile in die Klinik gehen oder wie auch immer, auf jeden Fall dich beraten lassen erstmal. Es ist nicht so einfach, von dem Teufelszeug wegzukommen. Und auch wenn man das dann vielleicht ein paar Wochen mal wieder geschafft hat, dann kommt irgendetwas, dann gibt es wieder einen Rückfall. Ja, das stimmt. Ja. Insofern fände ich, das wäre doch ein guter Deal. Du machst das. Und er macht das. Ja. Und dann habt ihr beide wirklich etwas getan, was sehr schwierig ist für euch, aber vielleicht für beide das Richtige ist. Und für dich sowieso. Was machst denn du jobmäßig? Wahrscheinlich gar nichts im Moment, ne? Nee. Das ist auch kein guter Zustand. Nee, das stimmt. Das soll auch nicht so bleiben eigentlich. So, also ich möchte schon... Ja. Hast du eine Ausbildung? Nee, auch nicht. Auch nicht. Was für ein Schulabschluss? Real. Na, immerhin. Ja. Immerhin. So, aber du bist erst 21. Ja. Das heißt, da kann eine ganze Menge jetzt geschehen. Du musst von dem Teufelszeug weg. Und du musst anpeilen, dass du eine Ausbildung nachmachst. Dass du eine Ausbildung machst. Oder dass du dein Abitur nachmachst. Aha. Finde ich schon. Du sollst jetzt nicht auf der faulen Haut sitzen. Nee, aber man kann ja auch was anderes machen. Also irgendwie, man muss sich jetzt ja nicht, man braucht ja eigentlich nicht unbedingt jetzt irgendwie Abitur nachholen. Man kann ja auch was aus dem Realschulabschluss machen. Natürlich. Aber ich fände es auf jeden Fall gut, wenn du eine Ausbildung dann machen würdest. Also entweder eine Ausbildung oder das Abitur nachmachen. Das wird ihn auch beeindrucken, wenn er merkt, dass du richtig rangehst jetzt. Ja, das glaube ich auch. Ja, das glaube ich auch. Und würde mich auch beeindrucken. Ja, weil ich weiß, ich kann das schon nachvollziehen, wenn man 2 Jahre in der Gosse von Drogen gesessen hat. Ist das eine tolle Leistung, wenn man das dann schafft? Ja. Und die Leute, die das geschafft haben, da ziehe ich den Hut vor. Die haben wirklich was hingekriegt in ihrem Leben. Und das musst du schaffen. So. Jetzt biete ich dir noch ein Gespräch mit meiner Psychologin an, die dir vielleicht auch noch ein paar gute Ratschläge geben kann, ein paar Anlaufadressen. Ja. Und dann wünsche ich euch beiden alles Glück der Welt. Ja, danke schön. Alles Liebe. Okay. Wir rufen gleich zurück. Tschüss. So, meine Lieben, jetzt geht es weiter mit... frage ich hier meine Regie mit Astrid. Astrid ist 30 Jahre alt. Hallo Astrid. Hallo. Hallo. Schön, dass du da bist. Um was geht's? Ja. Oh Gott, wo soll ich anfangen? Einfach irgendwo. Plapper mal einfach los. Okay, also ich bin verpartnert mit meiner Frau. Ja. Seit letztem Jahr. Mit einer Frau? Ja. Mhm. Bin auch schon seit über 7 Jahren mit ihr zusammen. Ich habe einen Sohn, also den haben wir jetzt dann bald zusammen, wenn das Adoptionsdings durch ist. Ja. Und ich habe letztes Jahr im Dezember über das Internet einen Mann kennengelernt und habe den dann auch getroffen, nachdem ein paar Mal telefoniert haben. Mhm. Und ich war dann mit ihm im Bett und der Seitensprung ist dann am Heiligabend rausgekommen durch eine SMS. Oh. Ja, das war ganz toll. Also du bist keine rein lesbische Frau geworden mittlerweile, du bist bisexuell nach wie vor. Also öffentlich bin ich rein lesbisch. Ja, heimlich bisexuell.
Ja, genau. Ja. Und das gestehe ich mir wohl nicht ein. Oder, also ich versuche das halt nicht so an die Oberfläche kommen zu lassen, weil wenn ich das jetzt so zu Ende denke, wie ich momentan das so fühle, dann bricht so ziemlich alles zusammen. Mhm. Wie ist denn jetzt die Geschichte ausgegangen? Also Heiligabend ist es aufgeflogen, dass du deine Affäre hattest. Mhm. Deine Freundin hat das rausgekriegt. Ja. Und? Ja, also sie war halt dann erst total wütend, dann war sie total verzweifelt, weil sie mit dem Mann halt nicht konkurrieren kann. Mhm. Dann war sie halt total verständnislos, weil ich halt, also jeder, der mich kennt, sagt, ach, die Liebe, nette und alles so. Ne? Und ja, ich war halt dann total trotzig und bockig und so ungefähr, das war, ist mein Ding und ich will ihn behalten und ich gebe ihn nicht her. Und hast du ihn behalten bis heute? Nein. Nein. Du hast ihn dann schon losgelassen? Ich bin losgelassen worden. Ach so. Ist denn nach wie vor die Sehnsucht da bei dir nach einem Mann? Ja, das ist das Schlimme eben. Ja. Ist also die sexuelle Sehnsucht nach einem Mann? Ja, also so jetzt, es war einfach so die Nähe, die ich halt bei ihm so gespürt habe. Ich meine, ich kenne halt jetzt meine Frau schon seit über 7 Jahren und die Schmetterlinge sind halt weg und so vom Sexuellen her ist halt nicht mehr viel. Du hast gerade am Anfang gesagt, das habe ich nicht richtig kapiert. Du bist, du kennst sie seit 7 Jahren, aber bist erst seit einem Jahr richtig mit ihr zusammen? Oder nee, nur verpartnert. Ach, verpartnert. Ach so, ja, verstehe. Und also nachdem ich halt dann gemerkt habe, wo das rauskommen ist, dass es halt dann auseinandergehen würde, habe ich halt dann gegengelenkt und halt versucht, die Beziehung zu retten, was uns dann auch so gelungen ist, durch ewig Gespräche. Und ich war halt dann habe halt meine Schuld eingestanden und ja, aber eigentlich ist das ja egal, ob du nur in einer lesbischen Beziehung bist oder in einer heterosexuellen, das spielt ja letztendlich gar keine Rolle. Fakt ist ja, dass da irgendwie die Luft raus ist, zu sein scheint. Mhm. Ne, so wie du gerade gesagt hast, die Schmetterlinge sind weg und die Sehnsucht ist nach einer neuen Liebe. Aber die Liebe soll sich dann in diesem Fall schon eher auf einen Mann richten, als dann auf eine Frau. Also ich liebe sie ja. Es ist halt... eine neue Leidenschaft. Ja, also ich kann mir das jetzt nicht vorstellen, dass wir nicht mehr zusammen wären oder so, weil wir uns einfach so überall ergänzen und es eigentlich so alles super ist, wenn ich halt dann nicht immer die blöden Träume hätte und immer an den anderen Mann halt denken müsste. Und wenn du an den anderen Mann denkst, denkst du an den nur im sexuellen Sinne oder könntest du dir auch wieder eine Beziehung mit einem Mann oder eine Beziehung mit einem Mann vorstellen? Ich kann mir ja schon eine Beziehung vorstellen. Mhm. Also du kannst dir auch vorstellen, dich einen Mann... Warst du früher mal in einen Mann verliebt? Ja, so Schwärmereien. Ja, immerhin hast du ein Kind. Das gut, da muss man nicht verliebt sein, um ein Kind, um schwanger zu werden. Nee, es war ein One-Night-Stand. Also so ganz, ganz theoretisch könntest du dir sogar vorstellen, mit einem Mann zusammen zu leben. Ja. Ja. Hast du denn vor dieser Beziehung mit deiner jetzigen Frau auch schon Frauenbeziehungen gehabt? Ja. Ja. Mhm. Wie hast du dich denn selbst all die Jahre von deiner Identität her gesehen? Als eher bisexuell oder als eher... Ja, ist eigentlich offen. Also ich habe halt immer gesagt, ich verliebe mich halt in den Menschen, egal welches Geschlecht das er oder sie halt hat. Mhm. Bloß die Beziehung, die ich hatte, also die langen, das waren nur Frauen. Mhm. Und mit Männern, das waren immer nur so kurze Sachen. Mhm. Und... Ja. Aber die Situation ist ja dann schon sehr schwierig. Also sexuell ist die Leidenschaft eher verflacht bei euch, ne? Das kann man ja so sagen. Mhm. Aber du sagst, dass du sie liebst, vielleicht wie man in einer Freundschaft liebt, ihr sehr gut miteinander auskommen könnt. Mhm. Aber du sagst ja auch, du kannst dir vorstellen, dich in einen Mann zu verlieben und mit einem Mann zu leben. Das sind ja schon klare Worte. Sehr klare Worte. Wenn das deine Freundin hören würde jetzt, wäre das für sie wahrscheinlich sehr bitter. Ja, das wäre dann das Aus. Ja, das wäre das Aus. Ich meine, aber es ist so. Insofern muss man das ja offen aussprechen, jetzt hier in unserem Gespräch. Hm. Das heißt, die Beziehung steht, glaube ich, auf sehr wackeligen Beinen im Moment. Um nicht zu sagen, vielleicht auf gar keinen Beinen mehr. Ja, das ist schlimm. Hm. Weil, also ich weiß halt, ich denke halt wahrscheinlich an irgendein Wunschbild halt von einem Mann. Ich habe den jetzt nicht lange gekannt, halt nur vor so Gesprächen. Und also das rein Sexuelle war jetzt nicht so das War-Erlebnis, sondern halt einfach so die Nähe und halt ihn zu riechen und zu spüren und sowas. Weil ich bin halt selber sehr, sehr groß, also 1,80 und er ist 1,97. Und bei ihm konnte ich mal, das hört sich immer so blöd an, so mit der starken Männerschulter oder so. Aber... Und das, was ich halt bei meiner Frau so nett habe. Mhm, mh.
Dieser Mann ist aber jetzt ganz weg. Der ist wirklich gegangen. Oder gäbe es da eine Möglichkeit, da nochmal anzuknüpfen? Nee, wahrscheinlich nicht. Mhm. Also ich bin schon immer versucht, ihn wieder anzurufen, aber er hat wohl Silvester jemanden kennengelernt und für ihn war es halt dann abschreckend, wo es halt herausgekommen ist. Und er hat nach dem One-Night-Stand halt auch gesagt, also er wollte es nicht, dass es so weit kommt. Er bereut es auch nicht, er fand es so sehr schön, aber mehr kann er sich wohl dann auch nicht vorstellen. Und bloß wenn ich einschlafe, denke ich an ihn, wenn ich aufwache, denke ich an ihn und das heißt, wahrscheinlich so ein Idealbild irgendwie, was er wahrscheinlich ja gar nicht ist. Vielleicht, eine Sehnsucht ist da, aber und ich stelle mir gerade vor, wenn jetzt so ein ähnlicher Mann dir über den Weg laufen würde und der sich auch in dich verlieben würde, wärst du weg, ne? Ja. Das ist die Antwort eigentlich schon, ne? Dieses Ja sagt ganz viel aus. Eigentlich müsstest du darauf hinwirken, dass eure Beziehung, ich will nicht sagen, dass ihr aufgelöst wird, aber dass ihr vielleicht auf eine größere Distanz geht zueinander, voneinander. Also wir haben halt seit 2 Jahren bloß schon Wochenendbeziehung, dass wir werden jetzt im Herbst halt wieder zusammenziehen, weil sie halt 300 Kilometer weit weg wohnt. Und halt eigentlich fürs Familienleben ist das halt nichts mit dem Kind und so. Und jetzt haben wir uns halt entschlossen, das mal zusammenziehen. Und da habe ich mir gedacht, naja, vielleicht wird es ja dann auch besser, dass halt... Glaub ich fast nicht. Nach dem, was du mir erzählt hast, glaube ich, ist das jetzt so ein Strohhalm, an dem du dich festhältst, dass das vielleicht dann besser würde. Vielleicht aber solltest du es machen, um dir dann endgültig klar zu werden, dass es das nicht ist. Ich glaube, nach dem, was du mir erzählt hast, dass die Luft raus ist. Das sage ich nicht so schnell. Ich bin immer dafür, dass man viel retten soll, wenn man retten kann. Aber das klingt mir alles zu eindeutig, was du, und es geht mir alles zu sehr in eine Richtung, wie du es beschrieben hast. Es ist aber wahrscheinlich auch sehr schwer, aus diesen, ich sage jetzt mal so, theoretischen Überlegungen heraus, eine Beziehung zu beenden. Ja, weil sie kennt halt alles von mir, so wie noch nie jemand mich gekannt hat. Mhm. Also, und wir haben schon so viel miteinander halt durchgemacht und sie hat ja gesagt, also sie wird sich ja nie mehr verlieben, weil sie noch nie jemanden so wie mich kennengelernt hat. Also ich bin ihr die erste Beziehung. Sie hat da die erste, also alles die erste und ja. Sie wird nie mehr jemanden anders sehen und dann ist ihr Leben halt auch vorbei, wenn es halt bei uns auseinander geht. Ja, aber das ist schlimm, wenn das jemand sagt. Das setzt dich ja enorm unter Druck und das macht dir ja ein schlechtes Gewissen. Das ist nicht gut, dass sie das sagt. Und das darf dich eigentlich auch in deiner Grundentscheidung nicht beeinflussen. Auch wenn es für sie, wie alt ist sie? Auch 30. Auch 30, das darf dich nicht beeinflussen. Weißt du, was mir gerade für eine Idee kommt? Die Idee nämlich, dass du letztendlich ihr das vielleicht doch so sagen solltest, wie du es mir gerade gesagt hast. Das ist wahrscheinlich ungeheuer bitter für sie, aber es ist ehrlich. Und sie weiß, woran sie dann ist. Und dann kann man immer noch gemeinsam entscheiden, gehen wir dieses Projekt des Zusammenwohnens an oder gehen wir es nicht an. Wenn du ihr das so klar sagst, wie du es mir gerade gesagt hast, ich habe eine Sehnsucht, ich denke beim Einschlafen, ich hab mich gern angelehnt und so weiter. Das, wenn du ihr das sagst, das ist alles in mir, ich muss es dir sagen. Es fordert die Aufrichtigkeit unserer Beziehung auch, dass ich dir das so sage. Dann hat das schon wieder eine Bedeutung und wird irgendetwas weiter in Gang setzen mit euch beiden. Ja, das ist das Problem, die Ehrlichkeit. Ja, aber verschweig es nicht. Ich glaube, du tust dir nicht gut, du tust ihr nicht gut, du tust eurer Beziehung nicht gut. Sage dieses, ich weiß, das ist ein sehr schlimmer und harter Auseinandersetzungsprozess, aber es liegt dann schon mal auf dem Tisch. So, und was dann weiter daraus wird, das wird sich zeigen, aber sag es ihr. Als nächsten Schritt, du kannst ja nicht so von heute auf morgen sagen, ich will mich trennen, das merke ich schon, dass das nicht geht. Nee. Aber sag ihr das so. Du hast es ja jetzt gerade bei mir so klar ausgedrückt. Erschreckend. Ja, ja, aber immerhin, ne? Das ist die Wahrheit. Manchmal ist die Wahrheit sehr, sehr erschreckend. Liebe Astrid, das wäre so meine Idee. Mir fällt mir eigentlich auch dazu nicht ein, aber ich glaube, das wäre schon ein sehr guter Schritt, um näher dahin zu kommen, wo du eigentlich hin möchtest. Versuch's mal. Okay. Alles Gute und viel Kraft dabei. Ja, danke schön. Auf Wiederhören. Ja, tschüss. Tschüss.
0800 220 5050, die Telefonnummer, die E-Mail-Adresse domian@wdr.de. Mein prominenter Gast am Samstag ist Peter Maffay. Um 11:30 um 23.30 Uhr ist Peter Maffay mein Gast. Und wenn ihr gerne auch mit Peter Maffay telefonieren wollt, sprechen wollt, dann mailt uns doch heute schon mal. Noch ein Hinweis, morgen sind wir nicht im Fernsehen, sondern ausschließlich im Radio bei 1 Live zu hören. Und hier ist Elisabeth. Und Elisabeth ist 69. Hallo. Hallo. Hallo Elisabeth. Hallo Domian. Was ist denn dein Thema? Domian, würdest du mir dein Herz schenken? Ich verschenke nicht so schnell mein Herz. Ich höre dich so schlecht. Ich verschenke nicht so schnell mein Herz. Ja, aber es hat mir irgendwer sein Herz geschenkt. Also, es hat dir irgendwer sein Herz geschenkt? Ja, warum höre ich dich so schlecht? Das weiß ich auch nicht. Ich spreche schon lauter als normal. Ich habe mein Telefon normal. Ja. Warte mal, ich schalte mein Telefon mal ein bisschen. Das wäre vielleicht nicht schlecht und ich sollte währenddessen sprechen, damit du kontrollieren kannst, ob du mich hörst. Also irgendjemand hat... Jetzt habe ich das Telefon lauter, aber das ist ja schlecht. Das ist auch schlecht, weil ich mich als Echo hinten höre. Ja, pass auf, dann sprechen wir leise miteinander. Ja, und ich spreche noch ein bisschen besonders laut. Also, es hat dir irgendjemand sein Herz geschenkt? Ja. Und zwar vor 7 Jahren. Vor 7 Jahren? Ja. Aha. Und wer war das? Ja, wenn der Teufel das wüsste. Du musst bitte mal den Fernseher leise stellen. Ja, ich versuche gerade. Ich höre dich nicht. Was haben wir denn hier? Also das Radio... Warte, ich versuche gerade alles. Radio und Fernseher, der Ton muss immer ganz abgeschaltet werden. Ja, den hatte ich ja abgeschaltet. Sonst wären wir beide hier jeck mit dem Hintergrundgeräusch. Warte noch einen Augenblick. Ja. Bitte, danke. Ist ja auch alles ein bisschen schwierig. Ja. So, jetzt höre ich mich im Hintergrund nicht mehr, das ist schon mal gut. Also, bei mir ist es recht. Ja, und ich höre dich gut. Ich hoffe, du mich auch. Ja, ein bisschen leise höre ich dich. Ja, wir versuchen es jetzt nochmal, sonst wählen wir dich nochmal an, wenn das jetzt gar nicht klappt. Nee, es geht vielleicht. Gut, also jemand hat dir sein Herz geschenkt. Vor 7 Jahren mir sein Herz geschenkt. Also ein Mann, der seine Liebe... Nee. Ich weiß nicht, ob es ein Mann oder eine Frau war. Ich bin transplantiert worden. Ach so, du hast ein fremdes Herz. Ja. Jetzt verstehe ich. Vor 7 Jahren. Aber ich höre dich immer noch. Mann, das ist aber ärgerlich. Pass auf, wir machen Folgendes. Ich möchte gerne mit dir sprechen. Du legst mal bitte auf. Ja. Und wir rufen nochmal an, dann kriegen wir wahrscheinlich, hoffe ich, eine bessere Leitung, okay? Ja, gut, okay. Okay, danke. So machen wir es. Tschüss, Elisabeth. Tschüss. Hoffentlich kriegen wir das noch hin. Wir sind ja schon kurz vor Ende der Sendung. Das ist ja dumm. Annette, 35. Hallo, Annette. Hallo, grüß dich. Ja, ich hoffe, du hörst mich. Ja, ich höre dich an und frei. Was ist dein Thema? Mein Thema ist, ich bin Truckerin seit 2 Jahren, fahre 40 Tonner durch quer Europa, also Benelux, Deutschland und Frankreich. Ach, du bist Fahrerin? Ja. Ich habe Fahrerin verstanden. Fahrerin, die 30 Tonner fährt? Was ist das? Nee, 40 Tonner. 40 Tonner? Richtig. Eine LKW-Fahrerin? Richtig. Ja. Und ich düse so quer durch die ganze Bundesrepublik und durch Benelux und fahre mit Seekontainern so durch die Gegend und wollte eigentlich nur kurz erzählen, dass ich eigentlich so als Fahrerin immer so zwischen Kündigung und Knast stehe. Warum? Also halte ich mich an alle Vorschriften, die der Gesetzgeber sie gibt, dann klappt das eigentlich also recht gut, von wegen die Polizei ist mein bester Freund. Ja. Aber dann mache ich nicht genug Umsatz, beziehungsweise mein Chef hat jetzt halt das Problem, dass er mich nicht mehr bezahlen kann und ich bin zum 5. Mal hin mal wieder arbeitslos. Mhm. Aber im Moment bist du unterwegs, du rufst von unterwegs aus an oder bist du zu Hause? Richtig. Ich stehe gerade in Rade vorm Wald, habe morgens für 6 Uhr Abladetermin. Ja, und dann danach bist du arbeitslos, oder was? 5. Mai ist mein letzter Arbeitstag. Ach so. Und das war's dann. Mhm. Was heißt das so zwischen Knast und das habe ich nicht richtig verstanden, wie du es gerade gemeint hast. Also die Frachtraten, also sprich das Geld, was es gibt, um einen Container von A nach B zu transportieren, ja. Diese Raten sind relativ im Keller. Ja. Weil Europa ist ja nun vereinigt und offen. Ja. Und um das Geld wieder reinzuholen, muss man halt länger und mehr fahren. Ja. Das bedeutet also, dass wir schon mitunter ein paar Tricks machen müssen, die vom Gesetzgeber nicht nur verboten, sondern auch sehr strafbar sind. Was man immer so hört und was ja auch schlimm ist.
Richtig. Ja. Aber man tut das ja nicht wirklich freiwillig. Und wenn man dann in eine Kontrolle kommt, dann wird man extra noch gefragt, haben die das freiwillig gemacht oder sind sie dazu überredet bzw. gezwungen worden? Mhm. Und gibt man das zu, ist mein Arbeitsplatz sowieso weg. Und zum Zweiten, die Strafen sind ziemlich drakonisch. Mhm. Dein Arbeitsplatz ist jetzt aber weg, wie du gerade gesagt hast. Das ist richtig. Ist das nicht sogar dann irgendwie eine Erleichterung, dass du dann aus diesem harten Job raus musst? Raus kannst. Was soll mir das bringen, wenn ich jetzt ein Hartz-IV-Empfänger werden könnte? Ja, ja. Jetzt ist das ganz dumm, weil jetzt unsere Sendung vorbei ist. Heute durch die technischen Probleme haben wir ein bisschen Zeit verloren. Mhm. Ich schlage mal Folgendes vor. Wir unterhalten uns morgen noch mal ein bisschen weiter, okay? Okay. Okay, machen wir es so, lieber Annette. Bis morgen. Bis morgen. Tschüss. Und wir versuchen morgen auch die Elisabeth morgen oder dann übermorgen nochmal auf den Sender zu schalten. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, fürs Zuhören. In der Technik war Jens Diegel. Morgen sind wir ausschließlich im Radio bei 1 Live zu hören. Und am Samstag ist mein Gast Peter Maffay. Ich wünsche euch eine gute Nacht, einen schönen Nacht. Bis dann. Ciao.